Der Chemiepark Marl ist über Pipelines mit den Chemiestandorten des nördlichen Ruhrgebiets verbunden und damit wesentlicher Bestandteil der sogenannten Verbundstruktur zwischen diesen Standorten. Aber von vorne. Einige Kilometer vom Chemiepark Marl entfernt liegt der von BP betriebene Raffineriestandort Gelsenkirchen-Scholven. Aus Rotterdam kommt hier Rohöl an, das in seine Bestandteile zerlegt wird. In der Raffinerie spalten zwei Cracker das Öl in kurzkettige Kohlenwasserstoffe auf, die in der Chemieindustrie benötigt werden. So entstehen unter anderem die chemischen Rohstoffe Ethylen, Benzol, Propylen und der sogenannte C4-Schnitt, ein Kohlenwasserstoffgemisch. Diese Stoffe werden über Pipelines zum Chemiepark Marl transportiert. Dort angekommen, werden sie zu ganz unterschiedlichen Produkten weiterverarbeitet. Sasol macht aus Ethylen Ethylenoxid. Daraus entstehen hier Rohstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel, aber auch für Desinfektionsmittel und technische Anwendungen. Vestolit verarbeitet Ethylen und Kochsalz zu PVC, das zum Beispiel für Fensterprofile eingesetzt wird. Der C4-Schnitt wird unter anderem zu Polyamid 12 veredelt, ein Hochleistungskunststoff, zum Beispiel für den 3D-Druck. Aus einem Teil des Propylens wird Acrylsäure erzeugt. Die wird in Krefeld bei der Herstellung von Superabsorbern benötigt. Damit lassen sich Flüssigkeiten binden, zum Beispiel in Windeln. Benzol und weitere Teile des Propylens werden zu Kumol umgesetzt, das zur INEOS-Produktion nach Gladbeck gepumpt wird. Aus Kumol entsteht dort Phenol. Das ist ein Rohstoff für Polycarbonat, das für Autoscheinwerfer oder CDs verwendet wird. In der Produktion entsteht auch Aceton. Das wird per LKW zum Evonik-Standort Herne gefahren. Dort wird es als Rohstoff für die Isophoron-Chemie genutzt. Folgeprodukte sind Bestandteile von Lacken und werden für Bauteile von Windkraftanlagen benötigt. Neben diesen chemischen Produkten fließen auch Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff zwischen den Standorten. Von außen nicht zu erahnen, ist der Chemiepark Marl, eingebettet in ein Netz verschiedener Stoffströme, der Ursprung vieler alltäglicher Produkte. Evonik. Leading Beyond Chemistry.